Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Ja, ich weiß, die letzte Folge endete ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich nur pausieren, habe außerdem die Aufnahme dann komplett abgebrochen. Wir haben in der Nacht jetzt hier geruht, haben ein bisschen Holzkohle geschaffen und ich habe jetzt einen Plan entwickelt. Wir werden einmal diesen Bereich hier aufdecken, damit wir es auf der Karte markiert haben. Werden dann diesen Weg hier gehen, den wir schon mal gegangen sind, um über diese Zugbrücke zu gehen. Hängebrücke, werden dann hier hochklettern zu diesem Plateau und werden das Ganze hier mitnehmen. Werden hier über die Hängebrücke gehen. Hoffentlich kommt man dann hier rüber. Und wir werden dann diesen Weg hier lang gehen. Hoch, hoch, hoch. Holen den Bärenfellmantel. Gehen über diese Zugbrücke hier rüber, über diese Hängebrücke rüber. Werden am Bären vorbeigehen. Irgendwie. Werden wir unser Bärenfell holen, über diese Hängebrücke gehen, hier rüber, darunter zu diesem Zwischenplateau, in dieses Haus gehen, hoffentlich alles looten, ich hoffe, das ist von Wert, das Seil anbringen, runter und werden dann hierüber die Karte verlassen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und das Wetter ist jetzt richtig doof, oder wie sehe ich das? Ich bin extra früh losgegangen, weil es früh am Morgen ist. Mit der Hoffnung, dass wir jetzt hier schnell Strecke gut machen können. Das Wetter meint gerade nö. Müsste das hier sein? Ein Quatsch. So, dann jetzt Säulenstütze. Jetzt haben wir es markiert. Da näher bei der Schlucht können wir eh nicht hingehen. Das ist. Was denn hier vorne noch? Okay, das können wir natürlich mitnehmen. Revolverpatrone. Ja, Flocke, also das mit den Kartografieren ist halt echt manchmal so. Mal so, mal so. Jetzt ging es ja gerade auch, obwohl es eigentlich duster war. Man muss es nicht immer verstehen. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Ja, eigentlich habe ich schon gesagt, was wir machen müssen, ne? Ich sollte jetzt einfach nur gucken, dass ich mal Meter gut mache. Damit unser Plan, diese Karte fertig zu kriegen, auch Erfolg hat. Denn ich habe vor, in dieser Aufnahmesession diese Karte jetzt zu Ende zu kriegen. Das sind jetzt, wir sind jetzt schon bei der sechsten Folge. Eigentlich wollte ich nur sechs aufnehmen, aber ich denke. Da wir jetzt wissen, wo wir hin müssen und das Ziel vor Augen ist, haben wir es jetzt einfach so. Okay, wir wollen nicht in die Schlucht und vor allem auch nicht runterfallen in die Schlucht. Wir wollen. Ging es denn jetzt hier lang? Fängt ja schon gut an, Extreme. Oh, ich kenne ja jetzt den Weg und bla. Ich kenne den Weg sehr gut, wie man sieht. Ich lasse die Bartflechte ausnahmsweise mal hängen. So, das hatten wir schon alles mitgenommen. Jetzt aber wirklich. Du. War das jetzt links oder rechts? Nee. Nee, lass mal spielen. Nee, das war falsch hier, komm. Denkt er schon wieder echt gut an Extreme Wolf. Läuft hier die ganze Zeit falsch und überhaupt und fragt sich die ganze Zeit so, wo lang und überhaupt? Weißt du, was komm, wir gönnen uns einen Kaffee, damit wir ein bisschen die Ausdauer auf jetzt die ganze Sprintstrecke ein bisschen sparen können, damit wir auch nicht so schnell müde werden.
vergeige ich das nicht vollkommen. Oh ja, hier müssen wir müssen trotzdem vorsichtig sein, ne? Klar, wir kennen die Strecke. Auf der Karte sieht das alles so easy aus. Aber in echt ist es dann nicht mehr so easy. Vor allem die ganzen Hängebrücken. Ich war so froh, als wir das fertig hatten und dachte, oh nee, da müssen wir nie wieder hin. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen genau das. Ich habe das Gewehr jetzt auch ausgerüstet, einfach nur um die Tiere schnell zu töten. Wir müssen einfach nur durch. Ohne Gnade einfach alles umrotzen, was da ist, quasi. Auf gut Deutsch. Denn wir wollen jetzt hier einfach Strecke machen. Der Loot und alles, den haben wir uns ja schon eingesackt. Haben wir ja schon alles erledigt. Klettern. Dachte, ich wäre schon jetzt gleich bei der Brücke, aber das ist ja doch weiter als ich dachte. Hinten, da hinten ist erst die Hängebrücke. Ist doch noch ein bisschen was. Ja, ist ja okay. Ich stecke die Waffe schon weg. Denn wir müssen noch mal klettern. Vielleicht kommen wir auch zu den Abschnitten, die wir nicht kennen. Ja, hoffentlich muss ich da nie wieder hin. Standardspruch für das idyllische Tal. Das stimmt allerdings, Flocke. Das stimmt. Weil, wie oft habe ich das gesagt und wie oft waren wir letzten Endes wieder da? Das ist ja so. Okay. Rucksack übersehen gehabt. Naja, sieh mal an. Guck mal hier. So eine kleine Bescherung nachträglich bekommen. Jetzt sind wir aber bei der Brücke. Jetzt bedeutet es alles oder nichts. Hier die Überbleibsel von Extreme. Die können wir gerne jetzt erstmal mitnehmen. Wir speisen noch mal ganz gut, bevor wir rübergehen. So ein kleines Angstessen. Vielleicht sogar zu viel, egal. Komplett gesättigt, trinken. Und wir sind nicht überladen. Das Wetter sieht okay aus. Wir müssen rüber. Von hier aus, nochmal eben, um das kurz zu verdeutlichen, wir sind jetzt hier. Von hier aus kommen wir rüber, müssen hochklettern und dann nach links. Letztes Mal sind wir rechts entlang, diesmal müssen wir nach links. Im Namen des Vaters, des Sohnes und. Oh ja, das ist alles ganz easy. Ey. Ich hasse diese Brücken. Das ist einfach so unangenehm. Während man darauf geht, schwanken sie. Und das, ja, das erklärt sich natürlich von selbst, ne? Wenn die dann darauf schwanken, das heißt, du musst dagegen steuern. Habe ich das da oben gar nicht markiert? Bin gerade ein bisschen irritiert. Das war so eine Aussichtsplattform, ne? Warte mal, kurz überlegen. Und da? Ne, das war irgendwo hier oben. Hier waren. Ne, hier ist die Schlucht. Doch, aber wir waren hier definitiv. Das hätte ich ja gesehen. Definitiv. Das wäre jetzt zu offensichtlich, meiner Meinung nach. Okay, das ist ein ganz steiler Aufgang. Ohne Zwischenrast. Aber wir haben das letzte Mal schon geschafft, da waren wir halbwegs überladen und wir hatten keine Kletterschuhe an. Also schaffen wir es jetzt wirklich. Jetzt haben wir die Kletterschuhe an. Sollte jetzt erst recht gehen. Und wir haben noch einen Kaffeeboost drin. Ja, die Ausdauer lässt nach. Oder so, weil wir normal auch erschöpft sind. So, den erstmal schwierigsten Teil haben wir erledigt. Wir sind jetzt hier. Jetzt sagte ich ja, wir werden den linken Weg folgen. Hier weiß ich nicht, ob hier Gefahren sind. Wir haben ja nur das Ganze einmal von der rechten Seite abgedeckt, aber nicht, ja,
Wir sind das Ganze nicht durchgegangen, was hier noch alles ist. Kann natürlich auch sein, dass hier ein Bär ist. Kann natürlich auch sein, dass hier Wölfe sind. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es erfahren. In dieser Folge, nicht in der nächsten Folge. Was für ein Geräusch. War das ein Hirsch? Noch nicht. Wir sind jetzt hier in dieser Felsformation. Ich würde sagen, noch ein paar Meter weiter, bevor wir was markieren. Sagte ich eben noch einfach drauf schießen und töten. Dann machen wir das auch so extrem. Wir markieren mal. Ah, mal nicht verkehrt. Immer gut was aufgedeckt. Warte mal, wir haben jetzt gerade das alles aufgedeckt. Hier ist der gefrorene See. Das ist auch nochmal eine Höhle. Das ist ja doch größer jetzt, als ich dachte, tatsächlich. Das ist sehr viel größer, als ich dachte. Und eine See? Wir sind jetzt hier irgendwie. Ich habe das tatsächlich nicht so groß eingeschätzt. Was ist denn da hinten? Ist das ein... Da ist nichts, das ist nur so ein Baumstumpf. Vorsichtig sein, es könnte auch sein, dass hier einfach eine Schlucht ist, ne? Wir kennen das ja schon. Ich könnte natürlich auch Steine mitnehmen für ein Steinversteck, aber, aber ich muss ja klettern. Macht ja keinen Sinn. Ich glaube, hier gehe ich mal nicht weiter. Das sieht mir sehr aus, als wenn wir da quasi oberhalb der Schlucht sind, wo wir schon mal waren. Ich kann jetzt hier mal markieren, aber... Ja, hier unten ist die Schlucht. Also wir sind jetzt quasi, wie soll ich sagen, wir sind jetzt hier oben. Hier unten ist die Schlucht. Da müssen wir mal zum gefrorenen See gehen. Da ist auch eine Höhle. Ich hatte das jetzt echt nicht so groß im Kopf, dass das eine Riesenfläche ist. Zumal wir ja auch mehr oder weniger auf einem Zwischenstück sind. Wir sind ja noch nicht mal da ansatzweise, wo wir hinwollen. Aber gut, hier mache ich ein bisschen langsamer, denn das ist ja so ein Ort, wo wir noch alles erkunden müssen. Deswegen wasche ich jetzt hier mal nicht durch. Eine Höhle kann... Ja, das... Noch nicht. Kletterhöhle. Notizbuchseite. Lesen. Das Schlimmste daran, diese Festlandtouristen zu führen, ist ihr ständiges Gejammere. Sobald wir die Hochwiesen erreicht haben, mache ich mich aus dem Staub und suche die Goldmine, die Papa mir gezeigt hat. Das habe ich schon seit einer Woche vor. Ja, wir wissen ja, wie er geendet ist. Er war tot. Wir haben ja seine Leiche gefunden. Das nehmen wir gerne alles mit. Nehme ich mal mit für Stoff. Und diese Höhle werde ich nochmal... Das ist die Klettererhöhle. Ich werde die trotzdem nochmal markieren. Natürlich nicht viel markiert, aber egal. Die Höhle ist jetzt auf jeden Fall im Marker drin. Gucken uns das Ganze noch. Ja, die ist ja schon ärmlich. Das hier kann ich mal zerlegen.
Von Sonne, von der Helligkeit ist noch alles gut, aber leider von der Erschöpfung nicht mehr. Deswegen. Ich will jetzt hier eigentlich so ein bisschen schon mal vorsorgen, indem wir das jetzt hier schon mal alles zerlegen. Spart ein bisschen Gewicht und wir können notfallshalber unsere Sachen reparieren. Macht das vor allem auch übersichtlicher, das Ganze. So, ja, unser Schlafsack, wie gesagt, wir brauchen das Bärenfell. Ich würde sagen, das hier schmeiße ich erstmal weg. Das brauchen wir doch nicht. Da haben wir genug Holzkohle und alles. Wir haben die Wege jetzt eigentlich alle abgedeckt, die wir so abdecken wollten. Schlafen 2 Stunden eventuell. Wer nicht? Das ist hier die Frage. Viel trinken haben wir noch? Noch genug. Problem ist jetzt gerade eigentlich eher die Erschöpfung. Alles andere ist jetzt nicht das Problem. Würde sagen, 2 Stunden schlafen. Dann machen wir aber weiter hier am Tag. Und ich lege doch noch mal ein bisschen Feuerholz ab. Dann essen, trinken wir was und dann ziehen wir weiter. Wetter macht mit, das ist sehr gut. Jetzt auch mal ordentlich nutzen. Nicht mehr überladen. Der Tag. Ja, noch genug Tageslicht. Würde ich sagen, ziehen wir weiter. Müssen wir mal ganz kurz gerade auf der Karte begutachten. Hier waren wir jetzt. Müssen wir hier dieser Wand quasi folgen, mit der Hoffnung, dass wir da hinten rüberkommen. Ich weiß es nicht. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass wir da nicht rüberkommen. Hier ist irgendwo eine Leiche. Aber gut, kann auch genauso gut die Leiche sein. Also wir waren ja hier hinten schon. Schatz. Rohrkolben. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt, wieder hier hochzukommen. So, wir sind trotzdem weiter achtsam, so albern ich auch bin. Da hinten ist ein Kletterseil. Okay. Kadaver. Aber das Kletterseil ist ja eigentlich das da, oder nicht? Bin ein bisschen verwirrt gerade. Mal sehen. Kommt man da gar nicht hin? Nicht von hier aus. Sehe ich das richtig? Das wirft meinen ganzen Plan gerade durcheinander. Jetzt sagt man nicht, wie kommt da gar nicht hin? Wie sind wir jetzt hier? Hier muss ja irgendwo die Brücke sein. Ist damit. Ist doch nicht die gemeint. Das ist ja die hier, die wir jetzt sehen. Bin gerade maximal verwirrt. Wie kommt man denn da jetzt hin? Hier sind wir lang. Das war die Kletterhöhle. Gab es da vielleicht doch noch einen Weg? Also hier ist ja definitiv Schluss. Hier fällt man nur runter. Ah, ärgerlich.
Weil mein Plan besagte ja, dass wir uns hier durcharbeiten, dann diesen Weg gehen und quasi noch einmal die Karte im Schnelldurchlauf umrunden werden. Das droht jetzt gerade zu scheitern, weil ich glaube, hier ist kein Weg, der da hochführt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, keine Ahnung. Vielleicht kann man auch von dieser Seite überhaupt gar nicht hier hin, also da hinten hin. Wäre jetzt natürlich sehr deprimierend. Na gut, hey, wir haben die Klettererhöhle mitgenommen, die hatten wir noch übersehen gehabt. Weil hier ist die Hochwiese. Ich möchte halt die Karte von hier aus beenden, das ist das Ding. Ich könnte jetzt natürlich hier rüber, zack, da und dann runter und fertig. Aber da muss doch noch was sein, oder irre ich mich? Ist da gar nichts mehr? Ich bin maximal verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Weil so wie das für mich aussieht, kommt man da so gar nicht hin. Von hier aus. Dann ist halt die Frage, soll ich das Ganze nochmal machen? Also soll ich hier... Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ich müsste ja quasi hier wieder zurück. Da. Hier und dann dahin. Was ist, wenn da nichts ist? Dann bin ich auch umsonst dahin gelatscht, ne? Wenn da nichts wäre, müsste ich dann hier einmal rum. So. Und dann hier runter. Oder ich könnte jetzt einfach hier lang gehen. Darunter und das Ganze hinter mir lassen. Gehe ich jetzt diese Ehrenrunde oder gehe ich, ja, verlasse ich diese Karte direkt? Mehr oder weniger. Bin mir gerade unsicher. Die Ehrenrunde ist natürlich auch riskant, weil wir dann am Bären vorbei müssen. Laut Map ist da eine Brücke. Okay, guck mal, wenn ich jetzt hier, spare ich natürlich massiv Zeit, ne? Also das spart jetzt natürlich massiv Zeit, ne, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Liegen da unten. Ein Feuerchen. Mit keiner Kohle drin, aber Bettstein und Wasser. Ja, jetzt sind wir sind jetzt hier rübergegangen. Sind jetzt hier und können so hier rum. Sobald wir beim Kletterer vorbei sind, rechts gucken. Und hier ist ja noch irgendwas. Jetzt sind wir dann sowieso hier und dann müssen wir im schlimmsten Fall sowieso den Weg lang gehen. Also, das und mehr sehen wir aber erst in der nächsten Folge, nämlich morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben und lasst doch gerne ein Abo da. Ich bin raus, sagt bis dahin. Tschüss.